Hallöchen, meine lieben Pikachus, was geht ab? Heute ist, also wirklich Leute, was richtig, richtig Geiles hier. Wir spielen eine mega coole Custom Map und zwar werdet ihr gleich sehen, worum es geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, wir legen los. Ich erkläre euch jetzt erstmal alles. Viel Spaß mit dem Video, Leute. Hier sind wir. Ich weiß nicht, ob sich noch ein paar Leute daran erinnern. Wir haben die Map schon mal gespielt, allerdings nicht zu Ende. Und ja, es ist, ich glaube, 7 Monate her. Vor 7 Monaten habe ich sie angefangen und dann einfach voll vergessen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es jetzt zufällig entdeckt. Ich habe sie voll vergessen. Da seht ihr schon, dass das nächste Level sich gerade öffnet. Also wir haben Level 1 und Level 2 schon geschafft damals. Ja, es sind sehr, sehr lange andauernde Level, deswegen dauert das ein bisschen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Level 3. Workshop heißt das Ganze. Und ja, hier sind wir. Also, wie klappt oder wie funktioniert das Ganze? Ich kenne das Level jetzt noch nicht. Allerdings ist man meistens in so einem Raum. Das war zumindest in den anderen Levels so. Und muss irgendwie versuchen, es gibt verschiedene Arten, Secret Rooms zu finden. Also versteckte Räume. In diesen Räumen verstecken sich dann Sachen. Man muss 5 Sachen finden. Hier ist ein Tippbook, da kann man dann draufklicken. Man muss einen Emerald finden, man muss einen Diamond finden, ein Totem, einen Apfel, ein Netherstar. Und wenn man alles hat, hat man das Level beendet. Falls ihr die erste Folge noch sehen wollt, klickt mal hier rechts oben irgendwo hin. Da ja, blende ich jetzt die erste Folge ein. Dann könnt ihr die euch auch mal anschauen. Aber ansonsten zocken wir jetzt hier in Level 3 weiter und öffnen direkt mal. Oh, die Kiste, da ist was drin. Hier ist auch noch was drin. Netherhoe, kann abbauen, Netherwarze. Okay, vielleicht müssen wir ja braun, wer weiß. So, dann haben wir hier noch Schwarzpulver, Magma-Creme, wir haben alles am Start. Und noch ein Buch und noch eine Feder. Und Banner, die nehme ich auch mal mit. Okay, wir haben schon richtig viel gelootet. Was steht hier drin? Note to self, fix that second lamp for the furnaces. Ach so, hier meinen die wahrscheinlich für die Öfen, die Lampen, okay. Die ist anscheinend kaputt, oder wie? Okay, verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Dann öffnen wir mal das andere Buch. Hey Kelsey, can you remind me to make more fire resistance potions? Okay, ich brauche eine fire resistance potion. Schon mal gut zu wissen, schon mal gut zu wissen. Was ist hier noch drin? Eisenstiefel. Ja gut, können wir uns eigentlich mal anziehen. Haltbarkeit, was ist denn hier noch alles drauf? Fluch der Bindung, so voll viele unnötige Sachen. Rüstung kann man sich ja mal anziehen. Was ist hier drin? Eine Enderperle. Okay, und man kann die duplizieren und so. Krass. Hä? Und jetzt sind sie weg? Warum sind sie weg? Wir öffnen es nochmal. Also ich kann mir mehrere rausholen. Aber irgendwie, wenn nach einer Zeit oder... Ne, wenn ich weiter weggehe, verschwinden die. Okay, warum ist die Frage. Kann ich die da hinwerfen? Ne, geht auch nicht. Lol, buggen die oder... Ne, hier in dem Bereich geht das. Hä? Okay, vielleicht muss ich da irgendwie nach oben. Kann sein. What the fuck? ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Ich glaube, ich muss dich einfach mal killen. Ich war irgendwie außerhalb der Map. Hä, was hat das jetzt damit auf sich? Was zur Hölle muss ich machen? Ich gucke einfach mal weiter. Vielleicht finden wir noch was anderes. Bros, your sink, do not touch. Okay, was ist hier? Hinter könnte was versteckt sein. Kann ich da was reinwerfen? Nee, klappt nicht. Okay, so war das in den anderen Levels noch, so wie ich mich erinnere. Hier hinter ist auch nichts. Leute, wir haben noch gar nichts gefunden. Das fängt schon mal ganz, ganz komisch an. Aber wir können... Ja, Moment, Moment, Moment. Hier sind Netherwarzen. Da ist Lava. Hier könnte was drunter versteckt sein. Im Wasser ist nichts. Ich springe einfach mal rein und gucke, was passiert. Oh, hier ist was, hier ist was. Okay, krass, da ist was. Wir müssen jetzt nur gucken, ob wir auch dahin kommen können, ob das möglich ist. Wir jumpen einfach mal hin und... Ne, ich komme hier irgendwie nicht rein. Okay, vielleicht brauchen wir ja wirklich die Fire Resistance Potion erstmal, damit wir uns ein bisschen krasser hier alles anschauen können. Obwohl, da ist eine Elytra. Das könnte natürlich auch klappen. Passiert was, wenn ich die drehe? Ne. Aber ich kann die abbauen. Ich ziehe die mal an. Vielleicht kann ich mich ja da durchbuggen. Wer weiß. Moment, ich probiere es mal. Ne, durch die Lava irgendwie nicht. Vielleicht braucht man wirklich Fire Resistance? Ich weiß es gerade gar nicht. LOL! Was ein Bug! Ich bug hier richtig rum. Seht ihr das? Das war ja übelst am Buggen. Ja, okay, ich komme hier aber sonst nicht durch. Ich brauche eine Fire Resistance Potion. Die können wir... Wir können uns auf jeden Fall was machen jetzt, indem wir natürlich verschiedene Arten haben. Aber ist hier irgendwo ein Braustand? Nee, der fehlt uns noch, oder? Nee, wir haben hier einen Braustand. Und sogar Glasflaschen. Okay, nice. Das ist wirklich sehr nice. Dann probieren wir das Ganze mal aus. Die sind auch schon... Hä? Ah doch, ich kann sie auffüllen. So, die sind auch schon bepowert hier. Dann tue ich mal eine Netherwarze da rein und gucke mal, ob wir uns das machen können. Wunderbar, jetzt nur noch die Magma-Creme und jetzt sollte da ein Feuerresistenz-Trank rauskommen. Und wir
haben das Ding. Wunderbar, Feuerschutz 3. Das sollte auch reichen, mehr brauche ich gar nicht. Das Ding trinke ich jetzt mal und dann versuche ich mich mal dadurch zu buggen, sage ich jetzt einfach mal. So, und hier durch, ne? Ja, ich komme hier durch. Jawohl, okay, es klappt, es klappt, es klappt. Feuerresistenz ist da. Und wir sehen den Netherstar. Wunderbar. Netherstar brauchen wir für die Leute, die am Anfang nicht aufgepasst haben. Wir brauchen einen Netherstar und wir haben einen Netherstar. Gut, hier hinter wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr sein. Meistens ist hier nur in einem Raum immer was. Und hier ist der Escape Room. Okay. Ah, wir haben hier einen Raum aufgemacht und dafür war das Wasser da. Ich verstehe. Okay, nice. Also wir ordnen das mal hier rechts oben hin. Das sind die Items, die wir brauchen, um das Level zu beenden. Netherstern ist schon mal getan. Jetzt frage ich mich nur, was wir hier noch machen müssen. Moment, 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 Moment. Okay, nee, hier waren keine Kisten mehr. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo eine Kiste übersehen. Weil man muss tatsächlich manchmal hier wirklich ja aus den Kisten Sachen rausnehmen, um weiterzukommen. Aber da waren keine Kisten mehr. Moment mal, das ist doch kein Block. Ist das dahinter? Moment, ich muss das hier... Ist das dahinter ein Bilderrahmen? Kommt man hier irgendwie durch? Yo, als ob, ist es wirklich ein Bilderrahmen? Ich habe es am Anfang nicht gesehen. Oh mein Gott, krass. Und hier haben wir noch richtig viele Sachen. Vergiftung haben wir hier. Wir haben, ja okay, Regeneration. Ich glaube, das brauche ich aber beides nicht. Verwalttrank, oh mein Gott. Crazy, wir haben hier Karotten, wir haben Flaschen. Wir haben hier alles, aber was davon brauche ich denn überhaupt noch? Brauche ich überhaupt irgendwas? Ach so, der Totem. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt hatten wir auch genug, also zum Brauen hatten wir ja sowieso schon genug Vergiftung. Hier brauche ich tatsächlich gar nichts mehr. Die Sticks könnte ich noch mitnehmen. Aber ansonsten glaube ich nicht. Krass, Alter, bis ich darauf gekommen bin, ich habe es erstmal wirklich nicht gecheckt. Das sieht nämlich aus wie ganz normal ein Block. Oh, shit. Okay. Jetzt haben wir 2 von 5 Sachen gerade mal. Wir müssen hier noch 3 andere Sachen finden. 3 andere Räume vor allen Dingen aufdecken. Die Frage ist, wie? Totem und Netherstern haben wir schon mal. Ich würde sagen, ich benutze mal den, oder einen Tipp. Totem und Netherstern haben wir. Keine Ahnung, den Apple-Tipp für vielleicht mal. Furnaces can be used as a combination. Look while looking aesthetically pleasing. Vielleicht müssen wir ja wirklich was reintun in die Öfen, weil da steht irgendwas mit Kombination. Kann ich denn hier alles reintun? Nee, ne? Ne, ich kann hier nicht alles reintun. Ich muss irgendwas finden, was ich reintun kann. Kohle oder so zum Beispiel. Moment, war gerade in dem Raum irgendwie in den Kisten noch Kohle? Ne, hier war keine Kohle. Diamant-Tipp. You can wash banners. Ach ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Wir hatten das mal. Moment, was passiert, wenn ich das hier mache? Ich kann die doch leeren. Jo, es ist wirklich was passiert. Es ist wirklich was passiert. Die Frage ist, wo? Wo ist hier was aufgegangen? Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ah, da. Lol, da ist wirklich ein Raum. Geil. Geil, geil, geil. Und hier haben wir auch Kohle. Das heißt, vielleicht haben wir hiermit... Redstone könnte ich auch mal mitnehmen, ist auch relativ viel. Vielleicht haben wir hiermit ein neues Rätsel gelöst. Hier ist noch mehr Kohle. Was ist das für ein Buch? Fluch des Verschwindens brauchen wir nicht. Und den Dia, jawohl. So, sehr nice. Das heißt, wir haben jetzt schon 3 von 5 Items. Plus, wir haben die Kohle, die wir sehr wahrscheinlich brauchen werden. Aber wir werden es ja sehen. Kohle, Kohle, Kohle. Okay, kann ich jetzt irgendwas hiermit machen? Irgendwie die Kohle hier reintun? Fängt dann irgendwas an zu leuchten oder passiert irgendwas? Bis jetzt sieht es nicht so aus, okay. Doch! Doch, 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 doch. Hier passiert irgendwas. Moment. Ich nehme mal nur die jetzt, wo irgendwie anfängt, was zu leuchten. In der untersten Reihe fange ich mal an. Okay, ich habe in alle was reingetan. Jetzt leuchten aber nur 3 und hier ist auch noch nichts passiert. Ich versuche mal jetzt in die, wo nichts passiert ist, das oben reinzutun. Aber irgendwie sieht es nicht so aus. Doch! Doch, 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 doch. Es ist richtig, was wir machen. Ja, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Ich habe einen Sound gehört. Ja, da hinten ist es aufgegangen. Geil, geil, geil. Und hier durch, und hier durch, und hier durch. Und jetzt sollten wir hier ein Apfel. Jawohl. Schönen, nicen Apfel gefunden. Wir haben 2 Tipps benutzt, Leute. Die haben uns aber auch beide geholfen. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, und das muss das mit dem, ja, mit dem Dingens sein. Wo war das? Mit der Enderperle. Wo ist denn die Enderperle jetzt nochmal? Emerald-Tipp. Und Enderpearls can be used to clip into transparent blocks. Okay, for example, Glas, Seelaternen, Glowstone oder Enchantment Tables. Okay, dann werfe ich das mal ab. Passiert dann irgendwas? Nee. Oh, jetzt! Oh mein Gott, ich hab's. Habt ihr es gesehen? Alter, okay, es hat doch geklappt. Oh mein Gott, wir haben hier eine Disc. Vielleicht müssen wir die einspielen. Oder, nee, wir finden so den Emerald. Geil, und jetzt Level complete. Wir haben es geschafft. Nice, das erste Level ist beendet. Ich würde sagen, ein Level machen wir hier noch in dem Video. Und das ist Level 4, Brosies Bedroom. Alles klar.
Okay, so, wir haben direkt mal ein Tippbook zugeworfen bekommen. Wir nutzen alle Maus. Nein, natürlich nicht. Wir versuchen es immer ohne Tipps, weil es mehr Spaß macht. So, Moment, wir haben hier zwei Holz und eine Elytra. Ist schon mal geil. So, eine Schallplatte. Was passiert, wenn ich die hier reintue? Oh! Da ist was geöffnet. Geil! Ein Secret-Raum sofort entdeckt. Wunderbar. Das Level fängt doch schon mal besser an. so. Ja, perfekt. Wunderbar. Lol. Vielleicht hier hinter irgendwie. Kann ich da was hinwerfen? Einen Banner? Ja? Moment. Im Elytra müsste ich doch eigentlich da durchkommen. Es muss klappen, Leute. Ein Block breit. Schaff es da durch. Ja! Ja, komm! Flieg durch! Jawohl, wir haben's. Und wir haben hier, was für ein Item? Ein Emerald. Okay, Item Nummer 2 ist gefunden. Ansonsten brauchen wir hier, glaube ich, nichts mehr raus. Wunderbar. Geil. Wie komme ich jetzt zurück? Wieder da durch, oder was? Geil, genau das wollte ich nicht. Oh Mann, es ist Nacht draußen. Kann ich mich schlafen legen? Oh mein Gott, wie ich bugge. Hä? Doch, ich bin woanders gespawnt. Geil. Geil, 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 geil. Das war das nächste Rätsel. Oh mein Gott, geil. So, dann haben wir hier schnell, schnell, schnell noch irgendwo ein Item. Hä? Hier ist kein Item. Ah, doch, da. Den Dia, wunderbar. So, und jetzt muss es hier wahrscheinlich, oder geht es hier wahrscheinlich wieder zurück raus. Oder? Sehe ich das richtig? Ja, Beats, du siehst es richtig. Perfekt, okay. Läuft richtig gut für uns, muss ich schon mal sagen. Also das war echt geil. Wir haben hier richtig viel rausgefunden, ohne Tipps zu benutzen. Uns fehlen noch zwei Sachen. Einmal der Totem und dann noch der Nether Star. Ich mache mal einen Totem-Tipp. You can put minecarts in stairs to make a chair you can sit in. Ah, Moment, hier... Ach so, lol. Yo, das hätte ich aber echt sehen können. Also es funktioniert so, du setzt dich hier rein und drückst den Button und dann... Wirst du runtergefallen, Junge, das ist doch nicht mehr normal, wie krank das ist. Das ist richtig crazy und damit haben wir auch Item Nummer 4. Alter, und jetzt setze ich mich wieder hier rein, drück das Ding und werde hochgefahren. Crazy, okay, das ist richtig krass. So, jetzt ist hier noch irgendwas, das hatte ich auch noch nicht. Irgendwas ist hier, aber ach, wo, ja, irgendwo muss generell was sein. Die Frage ist, wo? Ich würde sagen, für das letzte Ding benutzen wir nochmal einen Tipp, weil ich keine Ahnung habe, wie man hier weiterkommt. So, was sagt uns denn der Netherstar-Tipp? Andesit is a classified as a kind of stone. Maybe you should power it. Ah, okay, das ist Andesit. Das ist genau die Stelle. Wie können wir es denn bepowern? Was haben wir denn für Items hier? Haben wir Redstone oder Sticks oder so? Holz habe ich mir ja genommen. Und Redstone, okay. Okay, das macht Sinn. So, dann nehme ich mal das Holz und crafte mir einen Stock. Und jetzt eine Redstone-Fackel. Und die kann platziert werden auf Stein. Yo, als ob. Und jetzt ist hier was aufgegangen. Wir können hier runter und sind im letzten Raum. Und hier ist ein Netherstern drin. Alter, wir haben alle 5 Items und das Level completed. Yes, man. Geil. Damit haben wir ein weiteres Video erfolgreich absolviert. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Dann können wir in der nächsten Folge weiterspielen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Also, Daumen nach oben. Wenn wir über 1500 Likes knacken, würde ich sagen, schalten wir auf jeden Fall eine neue Folge davon auf meinem Kanal ein. Abonniert meinen Kanal, um das dann natürlich nicht zu verpassen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Einen wunderschönen Tag. Euer Beats.